Dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel unserer Kickers gegen den VfL Osnabrück. Endergebnis 1:3 für die Gäste. Ich darf auf dem Podium recht herzlich begrüßen zu meiner Rechten Markus Feldhoff, Cheftrainer vom VfL Osnabrück, und zu meiner Linken unseren Cheftrainer Ralf Santelli. Und dem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Ja, danke. Ja, wir sind natürlich mit dem Spiel und vor allem mit dem Ergebnis sehr glücklich. Sind für uns drei sehr, sehr wichtige Punkte, die ein hartes Stück Arbeit waren. Ich glaube, dass wir gerade die erste halbe Stunde gut Fußball gespielt haben, ohne viel zuzulassen, mehrere Torsituationen für uns hatten. Zum Ende der ersten Halbzeit kann das Spiel kippen, da haben wir das eine Mal ein bisschen Glück. Nach der Halbzeit hatte man eigentlich auch eher das Gefühl, dass wir unter Druck geraten, machen dann das 1:0 selber. Dann ist wieder ein Moment eingetreten, wo man vielleicht immer wieder dieses Gefühl hat, wir haben was zu verlieren, werden einen Tick tiefer reingedrängt, und der Ausgleich war dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich verdient, weil wir einfach dann auch nicht mehr so die Entlastung schaffen konnten. Aber die Reaktion, die wir danach gezeigt haben, der Wille, dieser unbedingte Wille, den die Mannschaft auf den Platz gebracht hat, wie wir die Tore erzwungen haben zum 2-1, 3-1, das macht mich absolut zuversichtlich, dass wir bis zum letzten Tag darum kämpfen werden, in dieser Liga zu bleiben. Ich kann der Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen in dieser schwierigen Situation, wo jeder wusste, wie wichtig das Spiel für uns ist, diese Reaktion zu zeigen, auch gerade nach dem 1:1 so wiederzukommen. Recht herzlichen Dank. Ralf, dein Statement zum Spiel. Ja, 3:1 verloren. Der allerletzte Strohhalm ist leider nicht genutzt worden. Wir haben sicherlich 30, 35 Minuten in der ersten Spielhälfte gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu finden. Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen. Wir wollten alles, was mit den Basics des Fußballs zu tun hat, wirklich beginnen. Wir wollten der Osnabrück auch, was uns in der zweiten Halbzeit, glaube ich, eher gelungen oder sehr gut teilweise gelungen ist, in der eigenen Hälfte beschäftigen, wollten sie da in Bedrängnis bringen. Wie gesagt, die ersten 35 Minuten, dann haben wir uns, glaube ich, ganz gut gefangen, haben noch mal kurz vor Halbzeitpause eine Riesenchance mit Marin Pieringer. Aber das ist auch so ein Schlüsselmoment, wenn du da vielleicht ein Tor machst, mal mit einem 1:0 in die Halbzeitpause gehst, dann unabhängig wäre vielleicht auch nicht ganz verdient gewesen. Ein Pfostenschuss musste man ja auch schlucken. Aber dann hast du natürlich in der Situation, wo wir uns befunden haben, einen anderen Ausgang, Ausgangswert, wenn du dann quasi wieder aus der Halbzeitpause rauskommst. Halbzeitpause haben wir nochmal mächtig uns verständigt, was wichtig ist, was wir verändern wollen. Ich glaube, es gab dann ein paar Schlüsselmomente für beide Mannschaften, und da hat einfach Osnabrück das Quäntchen Glück gehabt oder auch es besser genutzt, einfach kaltschnäuziger genutzt. Auch da Marvin knallt das Ding ans Lattenkreuz, sag ich mal, Innenpfosten raus. Wir hatten auch Glück, dass ein Konter noch abgefangen werden konnte, dass der vorbeispielt. Sonti ganz am Anfang. Also ich denke, in der zweiten Halbzeit hatten wir schon auch diese optische Überlegenheit und haben schon auch Osnabrück in deren Hälfte reingedrängt, aber den Lucky Punch ist uns sicherlich nur mit einem Freistoß von Frankie gelungen. Ansonsten muss ich sagen, hat aufgrund der Torausbeute und der Schlüsselmomente Osnabrück absolut verdient heute gewonnen, und deshalb auch nochmal Glückwunsch nach Osnabrück und Glückwunsch auch, Markus, an dich und dein Team. Danke dir, Ralf. Wir haben die Journalistenkollegen wieder nach ihren Fragen gebeten, und dann darf ich das Wort übergeben an Sebastian Rutter, den Pressesprecher vom VfL Osnabrück, der die Fragen für Markus Feldhoff hat. Ja, vielen Dank, Markus. Die Fragen kommen alle von Benjamin Kraus von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Glückwunsch zum Sieg. Wie groß war aus Ihrer Sicht heute die Rolle, die der Kopf gespielt hat, insbesondere mit Blick auf die vielen vergebenen Chancen vor der Pause und viele Aktionen, in denen man die vermeintliche Nervosität gesehen hat? Ich glaube, dass wir schon seit Wochen eigentlich nur über den Kopf reden. Ne? Wenn man in der Situation steckt, in der wir schon lange drin sind, die Jungs können alle Fußball spielen, die spielen alle gerne und haben alle gewisse Qualitäten, und dann ist es am Ende nur der Kopf. Positiv ist einfach, die Sachen wegzustecken. Ne? Also es geht ja darum, Rückschläge und Fehler des Kollegen oder eigene Fehler auch zu tolerieren und weiterzumachen und an sich zu glauben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Was war der Grund für die Wechsel nach einer Stunde, insbesondere auf links, Wolze für Reichel, wo doch die Defensive dort zuvor stabil stand? Ja, war eine muskuläre Problematik bei Ken, der nicht mehr weiterspielen konnte. Wie sehr freut Sie das Tor für Uli Taffertshofer angesichts seines für uns heute stabilen Auftritts und auch für Ludovit Reis, der endlich mal getroffen hat? Ja, für beide riesig, weil sie der Mannschaft damit helfen konnten. Uli ist, glaube ich, der Spieler, der vorangeht, auf dem Platz einen unglaublichen Willen zeigt, und wie er das Tor dann erzwingt, ist halt einfach das, was die Mannschaft dann auch braucht. Er freut mich für ihn, aber vor allem, dass er dem Team damit was geben konnte. Ne? Und für Ludo
ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler, sehr, sehr guter Fußballer, der unglaublich viele Situationen gut löst. Diese Effektivität ist so das, was dazugehört noch, und schön, dass er die heute hatte. Und die letzte Frage: Wie beurteilen Sie nun die Lage im Abstiegskampf mit Blick auf das Remis von Braunschweig in Düsseldorf? Ich glaube, dass die Situation sich aufgrund unseres Sieges verbessert hat. Es bleibt spannend bis zum Ende. Es liegt nach wie vor nicht in unserer Hand. Wenn die Mannschaften vor uns die Punkte holen, die noch zu vergeben sind, ist es für uns nicht möglich. Aber wir wollen halt da sein, wenn die Möglichkeit da ist. Und dafür müssen wir sehen, dass wir so viele wie möglich holen. Und die Situation hat sich sicherlich heute verbessert für uns. Vielen Dank, Markus. Recht herzlichen Dank dir, Sebastian. Dann habe ich zwei abschließende Fragen von Michael Fürst an Ralf Santelli. Wie kann man sich solch eine schlechte Leistung in der ersten Halbzeit erklären? Ja, das war mir völlig klar, wenn wir heute den letzten Strohhalm nicht nutzen, dass wieder mit dem Finger in der Wunde gebohrt und gebohrt und gebohrt wird. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Wochen hier als Gesprächspartner tadellos verhalten und ich finde das schon fast frech, so eine Frage, sage ich hier in aller Deutlichkeit. Es war keine schlechte Leistung, mit Sicherheit nicht, da gab es schlechtere Spiele. Es ist eine Situation gewesen, ich denke, der Kollege hat es gerade auch gesagt, das ist eine Kopfsache, du kommst hier nicht so ins Spiel rein, wie du rein willst. Wir spielen jetzt auch hier nicht gegen einen blinden Tabellennachbarn, nur weil wir beide auf den letzten Plätzen stehen, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht kicken können, sondern da geht es halt einfach um was und du kannst letztendlich heute unterm Strich wahrscheinlich sogar froh sein, dass Braunschweig den Punkt geholt hat, weil dadurch war es rechnerisch einfach nicht mehr möglich aus eigener Kraft. Wenn ich richtig informiert bin, ging das Spiel ja 1-1 aus und somit ist es eine Niederlage, die tut weh grundsätzlich, aber wir haben die letzten Wochen wahnsinnig viel getan für die Situation, dass wir sie ganz lang am Leben halten können und haben auch da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gesicht insgesamt gezeigt in den letzten, ja, 7 Spiele sind es jetzt. Wir haben noch 2 Spiele, die ausstehen und da werden wir auch wieder weiterarbeiten, werden uns präsentieren. Es ist auch nur fair gegenüber jeder anderen Mannschaft in der Liga, dass wir bis zum letzten Spieltag auch anständig spielen, weil da gibt es schon noch Spielpaarungen und Konstellationen, wo unser Ergebnis auch mit entscheidend sein kann und das werden wir auf jeden Fall tun. Und abschließende Frage: Beginnt der Aufbau für die dritte Liga jetzt schon in den letzten beiden Saisonspielen, indem Sie vor allem Profis spielen lassen, die da noch da sind? Die Frage kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Und jetzt ist erstmal eine Situation da, die man intern auch mal ganz kurz durchsprechen muss. Es wäre auf der einen Seite vielleicht eine Überlegung zu sagen, ich bringe den einen oder anderen, der nächstes Jahr Vertrag hat. Dann ist die Überlegung zu sagen, du spielst nur mit denen, die als Dankeschön, die den Verein verlassen. Unterm Strich, ich kann mich bloß gerade wiederholen, man muss schon auch eine Mischung finden. Es geht noch um was für andere Mannschaften. Und für mich ist der Fairness-Gedanke ganz oben. Und ich werde sicherlich nachher nicht mit einer U19-Mannschaft hier auflaufen, damit jeder Einsatzzeiten kriegt in der zweiten Liga. Das können wir uns gar nicht erlauben. Dieses Bild in der Öffentlichkeit werden wir nicht abgeben. Wir werden die nächsten 2 Spiele genauso 100% vorbereitet sein und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Recht herzlichen Dank dir, Ralf, euch für eure Antworten. Dem VfL Osnabrück alles Gute weiterhin im Abstiegskampf und dem Rest ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Dankeschön.